diesem Video möchte ich eine kurze Vorstellung und Anleitung darüber geben, wie es mit sofortigen Maßnahmen möglich wäre, dem Klimawandel entgegenzuwirken, um noch schlimmere Schlussfolgerungen zu verhindern. Es sollten weiß reflektierende Solarpanel auf Schwimmbooten über den Ozeanen verteilt werden. Wasser und Boden absorbieren ca. 90% der eingestrahlten Sonnenenergie und heizen sich auf, was dann zum Abschmelzen weiterer Schnee- und Eisflächen führt. Umgekehrt führt eine Abkühlung zu einer Ausdehnung von Schnee- und Eisflächen, somit auch zu einer erhöhten reflektierten Rückstrahlung und zu weiterer Abkühlung. Schnee und Eis haben mit einer Albedo von 0,9 das höchste Rückstrahlungsvermögen. Im Gegensatz dazu beträgt die Albedo von Wasser nur ca. 0,06, das heißt 94% der einfallenden Sonnenenergie wird absorbiert, sprich aufgenommen. Der Albedo-Wert liegt stets zwischen 0 und 1. Der Wert 0 entspricht einer vollständigen Absorption und 1 einer vollständigen Reflexion des einfallenden Lichtes. Damit die Strahlungsenergie der Sonne nicht nur über die Polkappen zurück ins Weltall reflektiert wird, sondern auch wie ein riesiger Spiegel über den Ozeanen funktioniert. Das Ganze würde dann vereinfacht dargestellt so ungefähr aussehen, dass man auf den Schlauchbooten diese weiß reflektierenden Solarpanel anbringt. Und diese dann schön in Reihe geschaltet und kombiniert über die Ozeane verteilt wird. Als nächster Anhaltspunkt und Aspekt wäre es, unseren Fuhrpark den Gegebenheiten und Umständen besser anzupassen, sprich diesen intelligent zu elektrifizieren, sowie unsere Lebens- und Arbeitsweisen. Sei es von mehr Homeoffice bis hin zu Papierzeitungen verbieten, Autos mit über 300 PS sind absolut schwachsinnig. Und Motorräder sind deutlich schneller, günstiger und verbrauchen auch weniger. Kraftstoffe und Fleisch sollten so stark versteuert werden, dass es sich einfach nicht mehr lohnt, die Tiere zu schlachten, um einfach nur den Schadstoffausstoß bzw. Treibhausemissionen einzudämmen. Bei dem ganzen Übernahrungsangebot und bei dem, was täglich darum weggeschmissen wird, sollte eine gewerbliche Schlachtung verboten werden oder es quartalsabhängig sein. Es wird keiner zwecks teurerem Fleisch verhungern und es wird auch niemandem schaden, alternativ in die Arbeit zu gelangen. Als sehr wichtiger und wegweisender Schritt in die Zukunft sollte ein weiterer Augenmerk auf den Entwicklungs- und Produktionsaufbau von Algenfassaden gelegt werden, da dieses System deutlich umfangreichere Vorteile bietet gegenüber Wind- und Solarstrom, allein schon aufgrund des Albedo-Effekts. Hier wäre es natürlich von Vorteil, gleich mit der Verwendung einer Aquaponikanlage es indirekt an ein Eisspeichersystem zu koppeln und zu integrieren, da dies so äußerst ökologischer und ökonomischer Natur wäre. Auch sind nicht alle technischen Entwicklungen von Vorteil, da das Klima sich auf der Erde erwärmt und der Erdkern schneller auskühlt als erwartet und nun sogar noch die Wärmeenergie vom Erdkern wirtschaftlich genutzt werden soll. Bis hin zu schönen technischen Umsetzungen wie Light-on-Demand-Straßenbeleuchtungen in Belgien. Ein Blick auf die Website lohnt sich.